Sagen wir es mal so, wir sehen das Bild eines Motorrades. Das ist das Bild eines Motorrades. Und es ist leicht, ich erkläre, was ich sehe, nicht was ich gemacht habe. Es ist leicht vergrößert. Es wirkt sehr physisch. Also ich als Betrachter muss mich in irgendeiner Art und Weise ganz körperlich dazu in Bezug setzen. Und das ist auch das, was ich als Maler eigentlich will. Was ist das? Das ist die Reflexion dessen, was das Bild ansonsten nicht hergibt, nämlich den Umraum. Das Objekt steht in der Zeit, in der ich es male, in meinem Atelier. Ich male es halt nicht nach Fotos. Und deswegen taucht natürlich da, wo das Objekt reflektiert, dieser Raum, in dem es sich befindet, auf. Und in dem Fall ist das natürlich mein Atelier. Und man sieht das Objekt als Bild sogar noch mal im Raum. Also es taucht sozusagen dieses Bild von dem Objekt im Bild auf, weil das Objekt dieses Bild spiegelt. René, wie fühlst du dich jetzt, kurz vor der Ausstellung zu eröffnen? Ja, bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie viele Leute kommen, welche Leute kommen, wie die Leute damit umgehen. Es gibt hier auch ein paar Bilder, die ich noch nie gezeigt habe. Und das ist natürlich dann immer schon eine besondere Situation, wenn man die dann auch noch einem breiten Publikum offenbaren kann. Es ist ja auch die erste Einzelausstellung institutioneller Art in deiner Heimatstadt hier, ja, in Berlin. Du hast mehrmals auch ausgestellt in Galerien hier, aber so eine sozusagen mit dem Gewicht dieser institutionellen Einzelausstellung bist du noch nicht aufgetreten hier. Richtig. Ja. Das freut mich auch sehr. Ja. Und das ist natürlich schon auch ein großer Unterschied zu so einer Galerienausstellung, denn hier taucht das Ganze mal in einem nicht kommerziellen Rahmen auf. Und es hat eine größere historische Spannbreite. Wir zeigen ja auch frühere Arbeiten. Wir wollen sozusagen ja auch das ganze Werk irgendwo auch abbilden, hier in den relativ kleinen Räumen noch, 200 Quadratmeter, aber wir zeigen den ganzen Wirt, oder? Ja, es hat, na, den ganzen vielleicht nicht, aber es hat schon gewisse retrospektive Züge, würde ich mal so sagen. Es gibt schon so zwei, drei Bilder wie auch dieses, die jetzt nicht von gestern oder von heute sind, die aber natürlich einen guten Bogen spannen über das, was ich in den letzten 10, 15 Jahren gemacht habe. Und wir zeigen auch das allerjüngste Werk trotzdem, das gerade erst fertig geworden ist in diesem Monat. Ja. Und ein ganz frühes. Also wir zeigen doch schon den ganzen. Also ich finde schon, dass wir. Ja, das ganz frühe ist. Als Bogen, den wir damit. Ja, das genau, darum. Da bin ich auch sehr froh. Also es gibt exemplarisch tatsächlich Links, die weit zurückreichen. Wir haben auch einen Höhepunkt, auch finde ich, ein persönliches Lieblingsbild von mir, das wir auch in die Ausstellung jetzt geholt haben, als Leihgabe aus Düsseldorf. Den Fußball. Der Fußball ist gar nicht so früh, das ist jetzt 7, 8 Jahre alt. Insofern schon noch eingebunden in mein Oeuvre, was eigentlich bis heute noch Bezüge hat. Du willst jetzt bestimmt auch wissen, woher dieses Motorrad kommt. Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen, ja. Denn dieses Motorrad ist ja eigentlich, oft haben meine Gegenstände ja auch unmittelbar was mit meiner Gegenwart zu tun. Das ist mit diesem Motorrad anders. Dieses Motorrad ist eigentlich das Motorrad eines Freundes. Ich habe mich erinnert an meine Jugend. Insofern ist das eher ein Jugendfetisch als ein Fetisch, der mich heute beschreibt. In meiner Jugend war ich großer Fan von Motorrädern, Mopeds und motorisierten Gefährten, habe sie tatsächlich auch gezeichnet, ausgeschnitten und dann in meiner Monatskartenhülle mit mir rumgetragen. Und das waren Motorräder und Schuhe, interessanterweise. Also auch ein Motiv, was ich in den letzten Jahren immer mal wieder aufgegriffen habe. Insgesamt geht es ja immer wieder auch um ganz persönliche Beziehungen, die du zu den Gegenständen entweder schon hast oder entwickelst auch während des Malens. Es sind auch in meinen Augen auch Porträts dieser Gegenstände. Sie haben geradezu manchmal menschliche Züge in ihren Gebrauchsspuren, in ihrer Vergänglichkeit auch, kann man auch sagen. Das ist ja auch vielleicht auch etwas, was in dem Titel mitschwingt, den du jetzt vorgeschlagen hast und den ich sehr schön finde übrigens. Das, was bleibt in seiner auch Doppelbedeutung, in seiner vielfachen Bedeutung, der da drin ist.
das, was bleibt, das ist ein bisschen Wehmut, ein bisschen Melancholie auch nicht. Aber, ja. Aber was bleibt, sind letztlich auch erstmal die Bilder. Ja, was bleibt, sind die Zeugnisse der Prozesse. Das war auch für mich erstmal ein Hauptgrund, diesen Titel auch toll zu finden. Denn die Prozesse für mich sind natürlich die Prozesse im Atelier, also mich des Annäherns an das Objekt. Natürlich angefangen bei der Entwicklung der Idee, bei dem Hingucken, durch die Welt gucken, zu sehen, was interessiert mich, was reizt mich, wo habe ich einen Zugang? Oder, ja? Und das kann eben ein ganz persönlicher Gegenstand sein, aber es kann natürlich auch was Symbolisches haben, wie so Eier oder der Ball. Also es gibt ja immer viele Ebenen, nicht nur eine. Es gibt eben nicht nur diesen Gegenstand als einfachen Gegenstand, als profanes Ding, sondern auch dieser bietet über die Oberfläche oder über die Form oder über, über die Bedeutung, bietet er mir natürlich viele Anlässe. Das Ei als Ursprung des Lebens, also die Frage nach Henne und Ei, ist natürlich eine ganz philosophische eigentlich. Und der Ball ist eben nicht nur ein Ball, sondern in dieser Dimension natürlich auch schnell mal assoziativ zu vergleichen mit einer Weltkugel, wo jeder einzelne Lederfetzen zum Kontinent wird. Und das ist auch beabsichtigt. Also hier in der Ausstellung ist auch eine große Serie von Porträts mit ausgestellt und ich finde sie insoweit bedeutungsstiftend als das Wechselspiel zwischen den Gattungen des Stilllebens und des Porträts dadurch erfahrbar wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch für dein Schaffen. Ja. Ja, interessant, dass mir wird immer wieder gesagt, dass die Erfahrungen, die Betrachter mit meinen Bildern haben, irgendwie so sind, dass sie das Gefühl haben, die Dinge bekommen so etwas Wesenhaftes. Und das Wesenhafte ist für mich quasi so wie diese Essenz aus allem, dem Universellen. Und das steckt natürlich im Menschen wie in den Dingen selber. Es gibt so ein philosophisches, also so eine asiatische Philosophie, die sagt, die Essenz der Dinge liegt in der Leere oder die Essenz, in der Essenz sind alle Dinge gleich. Das ist auch nochmal ein schönes Goethe-Zitat, kannst du das auswendig? Das Goethe-Zitat, ja, ich muss mal kurz... Lies ruhig ab. Das ist schön, dass du das notiert hast. Wo hast du es denn? Da. Man wird ja nicht jünger. Willst du dich am Ganzen erquicken, so musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Ich habe das selber mal in einem Buch zitiert, aber ich muss es jetzt wieder ablesen. Aber im Prinzip ist das die Essenz, genau. Im Kleinen liegt das Große und im Großen liegt das Kleine. Und das Universum ist im kleinsten Ding bereits enthalten.